Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, vielen lieben Dank der Österreichischen Volkspartei, dass sich die Zuseher zu Hause ein Bild machen können, wie Sie arbeiten, wie Ihr Schauspielt und wie ehrlich Ihr damit umgeht. Da wird gerade verlangt, dass man nicht erst am nächsten Arbeitstag von Freitag auf Montag meldet. Selbst meldet die ÖVP eine Woche später, sehr geehrte Damen und Herren, zu Hause machen Sie sich selbst ein Bild. Und genau dieses Zudecken, dieses Mikrofon abdrehen von unliebsamen Oppositions Wortmeldungen und so weiter. Das ist der Stil der ÖVP, auch im Zusammenhang mit dem schrecklichen Mordfall Leonie, wo es heute darum gehen würde, dass wir zumindest einen einzigen Tagesordnungspunkt haben, der dieses Thema behandelt und dieses Thema berührt, wenn jemand straffällig wird und das Gastrecht missbraucht, dass wir dagegen eine Handhabe haben, für den Schutz und zum Schutz unserer Frauen und Mädchen. Was machen Sie damit, sehr geehrte Damen und Herren der ÖVP? Sie vergraben es irgendwo mitten in der Tagesordnung. Denn worüber die ÖVP nicht spricht, das findet ja anscheinend nicht statt. Und sehr geehrte Damen und Herren, ich werde Ihnen sagen, warum Sie das so machen und worüber Sie nicht sprechen wollen. Und zwar einer der Täter ist im Jahr 2015 mit dem Migrationsstrom gekommen, kurz davor der konsequente Kanzler Kurz. Und Sie kennen alle sein Zitat als zuständiger Integrationsminister. Wir brauchen in Österreich mehr Willkommenskultur. Hereingeklatscht haben Sie diese Gewalttäter und diese Straftäter und haben den roten Teppich ausgerollt. Deshalb wollen Sie nicht darüber sprechen. Ein zweiter mutmaßlicher Täter ist vor 2 Monaten gekommen, das hat die Frau Kollegin Belakovic schon gesagt, während ihr Innenminister die Österreicherinnen und Österreicher, die rechtschaffenen Bürger, die ehrlichen Bürger in den Lockdown gehalten hat. Die Verbrecher und Gewalttäter kommen herein über die Grenze. Der Österreicher, der noch nichts ausgefressen hat das ganze Leben, der darf den Grenzübertritt nicht so einfach machen, weil sie mittlerweile die Bürger verfolgen, anstatt die Straftäter verfolgen. Und genau das ist der Grund und die Schieflage, warum Sie das nicht zu Beginn dieser Sitzung diskutieren wollen und wir jetzt diese Debatte führen. Und sehr geehrte Damen und Herren, nicht nur, dass Sie die Asylanten anziehen wie ein Magnet, indem Sie diese Willkommenskultur der Österreichischen Volkspartei leben, aber wenn Sie immer was anderes behaupten, Sie verhindern auch Abschiebungen. Ja, Sie und Ihr Innenminister. Während sich jeder Österreicher testen muss, sogar die Kinder, damit sie in die Schule gehen können, ins Gasthaus gehen können, ins Freibad gehen können, habe ich hier ein internes Papier aus dem Innenministerium dabei, wo die Frage gestellt wird, wiederholt verweigern Schubhäftlinge, wir reden jetzt nicht von Asylanten, wir reden von denen, die schon in Haft sind, wiederholt haben Schubhäftlinge einen Corona-Test verweigert, jetzt können wir es nicht heimfliegen. Die Antwort des Innenministers ist, naja, zu einem Test können wir die Schubhäftlinge nicht zwingen, die Durchführung eines solchen Tests stellt einen Eingriff in die körperliche Integrität dar. Da gibt es diese Rechte bei den Schubhäftlingen, bei den Gewalttätern, bei den Illegalen von Seiten der ÖVP, bei unseren Kindern und bei der Bevölkerung, das ist ihnen völlig egal. Und sehr geehrte Damen und Herren, das ist die Schieflage und der Grund, warum Sie diesen Punkt heute nicht zu Beginn der Tagesordnung diskutieren wollen. Und niemand ist in diesem Land kann es mehr hören. Ihre Beschwichtigungen, Ihre Ankündigungen, Ihre PR-Politik, Ihre PR-Show. Niemand. Und nur unser freiheitlicher Weg und unsere freiheitliche Haltung ist ganz klar. Und sprechen wir es hier beim Namen aus, selbst wenn es die Österreichische Volkspartei nicht hören will. Wenn jemand zu uns kommt und Schutz verlangt und den Schutz unserer Frauen und Mädchen gefährdet, dann hat er sofort wieder aus dem Landes gebracht zu werden. Und wenn es mit der Linienmaschine nicht geht, dann eben mit der Herkules, sehr geehrte Damen und Herren der ÖVP. In aller Klarheit, keine Asylindustrie, keine internationalen Verträge, keine Ausreden der Österreichischen Volkspartei, kein Innenminister darf verhindern, dass es einen Schutz und eine Sicherheit für unsere Bevölkerung, für unsere Frauen und Kinder in diesem Land gibt. Und ich darf Ihnen zum Abschluss noch ein Zitat einer Mutter eines ermordeten Mädchens mitgeben, nämlich der ermordeten 16-jährigen Manuela, die im Übrigen im Vergleich zu diesem Fall im Nachhinein nach dem Mord geschändet wurde durch die Personen, die sie hier ins Land holen, durch die Redlichen. Und zwar sagt sie dem Kurier im Zusammenhang mit dem Mord an Leonie. Am neuerlichen Mord sieht man, dass die Politik, damit meinen Sie Sie, sehr geehrte Damen und Herren der Volkspartei, dass die Politik zwar viel ankündigt, aber nichts umsetzt. Und weiter, wenn es um Asylwerber geht, bringt man immer Menschenrechte ins Spiel. Was ist mit dem Menschenrecht auf Leben, das Leben unserer Töchter?